so weiter. Sehr schön. Hier wäre es wichtig, dass ihr komplett umschaltet. Nicht weiter wie ich spiele bisher. Das klingt so bom, bom, sondern bom, 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 bom. Eine völlig andere Atmosphäre. Es gibt keinen Bass. Ihr seid plötzlich der Bass. Das ist nicht eure normale Aufgabe. Ihr seid jetzt sozusagen Wesen aus dem Himmel. Wenn der Bass irgendwie nicht mehr da ist, heißt, es läuft nicht mehr normal weiter. Wir hören ein überirdisches Wesen. Du bist nicht mehr die Blockflötistin, die eben gespielt hat im Tutti. Sondern wir hören ein höheres Wesen und staunen. Euch steht der Mund auf, ihr wisst nicht, was los ist, ihr könnt nicht mehr eingreifen. Und plötzlich machen die Bässe, die Bässe sind in der Bratsche, spielen so einen Herzrhythmus, bum, 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 und so ein wunderbares Herz, was ganz neu und anders schlägt. Lass uns nochmal anfangen, das ist schon viel, viel schöner. Könnt ihr tam, ti, da, dam, pam, pim, viel mehr Trauer spielen. Dann tam, pam, das ist wieder ein bisschen mutig. Und dann habt ihr diese eine Stelle mit der Chromatik, Takt 13, ne? Bitte kein Crescendo nach oben, ein seelisches Crescendo, aber eher leiser werden, aber ein Crescendo spüren. Ihr spielt Viertel und sie spielt tam, tararim, pam. Das sind dieselben Töne, aber sie diminuiert das, dass wir das mehr so eine schöne seelische Einheit haben. Und das Letzte, was ich euch noch sagen wünsche, ist, könnt ihr diese Oktaven ein bisschen Dialoge spielen. Bom, 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 bom. Es gibt immer ein sowohl als auch. Das ist nicht einfach so oder so, das ist sowieso nicht italienisch, sondern das gibt so ein wunderbares Fluidum, wenn ihr da beweglich seid. Nochmal von vorne. Ja, eines ist ja ganz spannend, wenn man deine Probenarbeit sieht. Du sprichst relativ viel, und zwar nicht im Hinblick auf die Frage, Ton dort ist richtig oder falsch, oder ihr müsst dort leiser, lauter sein, sondern du versuchst ja so etwas wie eine Atmosphäre herzustellen. Und dazu benutzt du das Wort. Warum ist aus deiner Sicht dieses notwendig, wo doch Musiker, Berufsmusiker oftmals sagen, soll nicht so viel reden, er soll lieber einfach zeigen? Das ist genauso, wenn man ein Haus baut und ein Architekt macht einen Plan und der Maurer weiß nichts davon und mauert drauf los und hinterher guckt man dann, wofür ist das Haus da. Man kann fragen, was hat es für einen Sinn, etwas zu proben, wenn man gar nicht weiß, was der Inhalt ist, was überhaupt ausgedrückt werden soll, welche Emotion vertreten ist. Und erst das einzustudieren und dann einen Inhalt hinterher zu basteln, ist relativ sinnlos. Ich würde mit jedem, der ein Stück anfängt, erstmal tagelang das Stück nur anschauen. Und alles erstmal suchen, was ist hier gemeint, wo will das hin, was drückt das aus. Und dass ich einen fertigen Plan von dem Stück habe, ehe ich überhaupt einen Ton spiele, wäre ideal. Das habe ich oft probiert. Einfach gesagt, du brauchst überhaupt nichts zu üben, wenn es geklärt ist. Es sei denn, es ist technisch zu schwer. Und was ist das, was jetzt für dich sozusagen die Brücke ist zu demjenigen, der musiziert? Ist es das Wort oder ist es das Dirigat? Das Dirigat ist es gar nicht, weil ich möchte ja nicht, dass die das machen, was ich denen zeige, sondern dass die selber in sich etwas entwickeln, was sie später auch wieder nachvollziehen können. Dass sie ein Handwerkszeug bekommen, Musik zu verstehen. Und wenn sie eine ähnliche Musik wiederfinden, dann sagen, ah, da habe ich schon mal eine Verbindung zu gehabt. Und dass sie auch, wenn sie keine Emotionen haben, eigentlich gar keinen sinnvollen Ton spielen können. Wenn ich zärtlich spielen will und ich streiche so, bam, dann kommt das niemals hin. Da muss ich wirklich auch erstmal ein inneres Gefühl entwickeln. Ich brauche, dass sie bei sich selber ankommen und nicht, dass sie zu mir kommen und das machen, was ich will. Das würde jetzt auch erklären, warum du in den Proben ja gar nicht grobe Akzente gegeben hast, sondern nach meinem Eindruck eigentlich eher dafür gesorgt hast, dass sich der musikalische Fluss entwickeln kann. Ist das richtig im Eindruck? Ja, ich sehe mich wie ein Moderator, der Vertrauen schenkt und sagt, ihr schafft das und lasst uns hier in die Richtung gehen und ich schaue, dass die Bewegung weiter stimmt. Aber alles zu zeigen, was sie machen sollen, finde ich fast immer bei Dirigenten ärgerlich. Entweder mache ich sowieso aus der Musik und aus mir heraus und wenn das da noch zusätzlich zeigt, ist das für die Show gut, aber für den Inhalt kaum. Wunderbar, sehr schön. Klingt ein bisschen zu deutsch so. Da, 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 da. Könnt ihr das total lebendig spielen? Am besten hat jeder eine etwas andere Spielweise. Spielt bloß nicht da, 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 sondern jam, bom, 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 bom.
es gibt in dieser Stadt gerade an so einem warmen Sommerabend ein unglaubliches Fluidum. Ne? Die Luft schwirrt so ein bisschen, es ist immer noch heiß, aber schon dunkel. Hier, bum, bum, bum. Wir sind ein bisschen außer uns. Und das ist immer schön, wenn das beweglich bleibt und nie so eingekastelt. Wie fühlst du dich? Tempo gut? Wir wurden jetzt beim zweiten Mal ein bisschen langsamer, aber lass uns das Solo Anfang Takt 23 auf Takt zu 3, wo die Bässe dann einsteigen. Ihr braucht nicht mehr zu spielen in den oberen Geigen, aber da sein ist gut. 1 und 2.